Wir haben im August 2015 gestartet mit dem SIX internen Incubator. Und da war schon immer die Strategie, dass man das öffnet und nicht nur für uns selbst macht. Wir haben dann mit einem Testbatch gestartet. Dann haben sich ca. 20 Schweizer Startups bei uns beworben, haben aber nur eines in unser Programm aufgenommen und dann quasi ein erstes Accelerator-Programm durchgeführt mit einem Startup namens Visu, das jetzt auch mittlerweile erfolgreich am Markt ist, war auch Teil von Kickstart Accelerated letztes Jahr. Die Idee war dann, ein bisschen herauszufinden, ob das funktioniert, ob das einen Nutzen generiert für die SIX. Im Hinterkopf hatten wir aber immer diese Idee, dass man eine Plattform haben müsste, wo nicht nur die SIX beteiligt ist, sondern auch andere Firmen. Und dann hat sich dann dieses Konzept des F10 als Verein herausgebildet, mit dem Kontext, Startups zu fördern, für die Corporates Innovation zu betreiben. Und damit hat sich dann dieses Programm, das wir jetzt heute erfolgreich betreiben, entwickelt. Und in der Zukunft sieht es so aus, dass wir pro Jahr 2 Batches durchführen mit jeweils 15 Startups. Also am Schluss dann eigentlich so ein bisschen eine Maschine erzeugen wollen, die 30 Startups pro Jahr helfen im Bereich Fintech, Insurtech und Backtech. Also F10 als Verein ist jetzt neu eine offene Plattform, die nicht nur mehr für SIX das Ziel hat, zusammen mit Startups zu arbeiten, sondern das eben aufgemacht für andere Players auf der Finanz- und Versicherungsbranche. Genau dadurch erhoffen wir uns natürlich erstens mal für die Startups ein attraktiveres Programm anbieten zu können, weil die kommen de facto zu uns, weil sie mit den Corporates zusammenarbeiten wollen. Und zum anderen können wir natürlich auch gegenseitig voneinander profitieren, sprich Erfahrungsaustausch zwischen den Corporates, Erfahrungsaustausch im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit den Startups. Und ich denke, das hat sich in den letzten 6 Monaten schon als sehr positiv herausgestellt. Es gibt so, würde ich mal sagen, 3 Klassen. Es gibt die Besten, es gibt so die Mittleren und es gibt die ich eigentlich nicht daran glaube, dass sie es schaffen. Vielleicht zu nennen sind 2, 3 Cases, von denen die ich das Gefühl habe, dass sie sehr erfolgreich sein werden, auch nach dem Programm. Eines ist sicher EnterpriseBot. Sie haben eine Bot-Lösung für die Finanzbranche entwickelt, die sehr schnell und effizient Anfragen beantworten kann. Dahinter steckt eine relativ ausgeklügelte technische Lösung. Ich denke, das Team ist stark und es wird sich durchsetzen, hat auch schon ziemlich viel Anfragen bekommen hier von unseren Corporate Members und auch von außerhalb vom F10. Zweiter Fall ist ein ETA Spin-off, Futurae. Die machen eine clevere Two-Factor-Authentication-Lösung, also eine einfache Art und Weise, wie ich mich zum Beispiel sicher auf ein Internetbanking einloggen kann. Ich denke, das ist ein Riesenbedürfnis auch in unserer Branche. Und die, denke ich, werden auch große Chancen haben, sich im Markt zu etablieren. Ich denke, wir brauchen diesen Hype in der Schweiz, das ist gut, das rückt das Thema ins richtige Licht, damit auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf diesem Thema ist. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch nachhaltig sein. Wir als F10 haben ganz klar eine nachhaltige Strategie, also wir fangen jetzt an, diese Maschine hochzufahren, das wird über die nächsten Jahre weiterlaufen. Das Ziel ist, langfristig mit den Corporates zusammenzuarbeiten, langfristig Start-up-Förderung zu betreiben. Und ich denke, das ist für die Branche enorm wichtig, damit wir die Innovationskraft der Schweiz auch für die Finanzbranche richtig nutzen können. Also es ist so, dass wir ja nicht alle Banken oder Versicherungen der Schweiz als Member von F10 haben wollen, weil das würde wahrscheinlich auch die Plattform sprengen. Unser ideales Setting ist, dass wir ungefähr 6 bis 7 aktive Members bei uns haben, die ungefähr dieselbe Philosophie vertreten, die vor allem fokussiert sind darauf, mit dem Startup wirklich etwas erreichen zu wollen. Und dementsprechend wird sich über die nächsten, sage ich mal, 12 Monate wahrscheinlich dann diese Memberbasis auf diese 6 bis 7 Corporates einspielen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr zusätzlichen Platz, um noch mehr aufzunehmen. Auch in diesem Batch, wie wir es schon im letzten gemacht haben, halten wir eigentlich die Themen ziemlich offen. Also wir wollen uns nicht auf ein spezifisches Thema fokussieren.
Das ist aufgrund der Memberbasis natürlich gegeben. Also die Versicherungen haben einen bestimmten Fokus, die Bank hat einen bestimmten Fokus, die SIX hat einen bestimmten Fokus. Wir suchen Themen zu finden oder Themen zu identifizieren, die für möglichst viele einen Mehrwert generieren. Es kann aber auch sein, dass es Teams dabei hat, die vielleicht nur für einen Corporate Member interessant sind. Von dem her möchte ich mich jetzt nicht unbedingt auf spezifische Themen festlegen. Wir sind breit, wir decken das Thema Fintech, RegTech, InsurTech eigentlich ab. Und was Technologien betrifft, sind wir ebenfalls offen. Auch dort haben wir keinen spezifischen Fokus. Das heißt, für die Teams, die sich bewerben wollen, muss ein gutes Team sein, eine gute Idee. Und dann sind die Chancen intakt, dass man ins Programm aufgenommen wird. Erstens mal finden wir es super, dass es in der Schweiz nicht nur eine Initiative gibt. Es gibt neben Kickstart auch noch andere Accelerators oder Startup-Förderungsprogramme, wie zum Beispiel VentureKick, wie die Startup Factory, wie Fusion in Genf. Also je mehr solche Programme es in der Schweiz gibt, desto besser ist das eigentlich für das Ökosystem. F10 im Unterschied vielleicht zu Kickstart ist, wir fokussieren uns ausschließlich auf die Themen Fintech, InsurTech und RegTech. Unser Programm ist 6 Monate. Also geht bedeutend länger und wir haben wirklich das Ziel, dass am Schluss mit den Corporates zusammen ein Mehrwert generiert wird. Die Gemeinsamkeiten mit Digital Switzerland zum Beispiel sind so, dass wir jetzt im Gespräch sind, dass man versucht, diese verschiedenen Initiativen so ein bisschen zu integrieren, dass das mehr einen integrativen Charakter hat und weniger jetzt eine Konkurrenz bedeutet. Und ich denke, es ist für die Schweiz generell hilfreich, wenn es mehrere solche Initiativen gibt, weil gewisse Corporates halt eine Präferenz für das eine oder andere Programm haben und dasselbe gilt auch für die Startups. Also insgesamt ist das eine positive Entwicklung für die Schweiz. Schwierig, mich auf 2 Wünsche zu fokussieren. Ein Wunsch ist sicher, dass wir als F10-Programm die besten Startups kriegen. Das ist klar, schlussendlich auch das Qualitätsgütesiegel für das Programm, dass wir gute Startups kriegen. Das andere wäre für mich ein Thema bezüglich Anschlussfinanzierung nach dem Programm. Ich würde gerne einen kleinen Fonds haben, wo wir nicht als F10-Verein, sondern vielleicht als zusätzliche Plattform die Möglichkeit hätten, gute Cases im Bereich der Anschlussfinanzierung zu unterstützen, damit genau nach dem Programm eben nicht gute Teams dann das Problem haben, dass sie nicht mehr weiter überleben können. Herr Rieten, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.